Moin Freunde, ich zeige euch heute 7 von Mantaleb. Und zwar zeige ich euch erstmal die beiden Lentis, aber die mache ich nicht auf. Also einmal Single Lenti. Hinten das Bild ist nicht so scharf, aber ein schönes Bild. Neuerdings macht Mantaleb als J-Card nur so kleine Schnipsel ohne Kleber. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann kommt hier das Double Lenti. Auch ein schöner Effekt. Ein schönes, also beide Cover sehr schön, auch hier. Das Licht spiegelt zu sehr. Ja. Aber die beiden werde ich nicht aufmachen. Ich entscheide mich für diese schöne Edition hier. Ich mache das hier mal. Gucken, ob wir es aufkriegen. So. Auf den Bildern fand ich das erstmal enttäuschend, weil das ja das gleiche Cover ist wie dieses Mediabook und das UK Steelbook, aber. Jetzt finde ich das, guckt euch das mal an, das spiegelt auch nicht so sehr. Guck mal hier einmal, 7 ist geprägt und in Gloss gehalten. Das Slip generell ist matt gehalten, hier die rechte Seite, wo die beiden drauf sind. Die Polizeimarke ist geprägt, hier gestanzt geprägt und hier auch. Und hier ist es ein bisschen glatter, die Oberfläche. Pistole geprägt, Schriftzug hier auch gleich und das finde ich halt auch richtig geil. Spotgloss hier und geprägt und gestanzt, also haben sie echt was Schönes gemacht. Ich habe die Nummer 799 von 1000. Und jetzt gucken wir uns mal das Steelbook an. Oder erstmal das Booklet. Oh, das sieht aus wie das Heft. Ah ja, das ist natürlich schlau gemacht. Also ich finde den Film super. Ein guter Brad Pitt Film und ja, Morgan Freeman ist ja sowieso ein alter Hase in dem Geschäft. Hier ist auch das Bild von dem einen Cover. Hier die Szene, wo sie den so auffinden. Einmal das Booklet und jetzt gucken wir uns mal das Steelbook an. Uiuiui, natürlich wieder typisch Mantaleb Hochglanz. Das war ja bei A Star Is Born genauso. So, und hier das 7 gestanzt, nicht geprägt. Und hier auch die 7 Eingravierung oder ja, die 7 Todsünden oder wie man das nennt. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Im Vergleich zu dem Standard Steelbook, was zuletzt rauskam von Amazon. Ich mag ja Hochglanz. Wenn auch eine Rahmenprägung dabei gewesen wäre, fände ich es noch einen Tick schöner. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das sehr, sehr gut. So, was haben wir hier noch? Innendruck. Ja, okay, relativ dunkel. Ein bisschen enttäuschend. Ach, und hier, deutscher Ton mit dabei. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber finde ich gut. Dann haben wir hier. Hier sind es nicht so viele. Also einmal Morgan Freeman, der Brett. Und die Gwyneth. Hinten gleich. Und noch die Karten hier. Das war auch in dem Booklet das Bild. Da Morgan und hier alle beide. Qualität finde ich auch sehr gut von den Karten. Ach, und hier ist noch eins. Genau, hier ist er ja. Kevin Spacey dürfen wir ja nicht vergessen.
Jo, also ich finde die Edition sehr gelungen zu einem Kultfilm, meiner Meinung nach. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und wir sehen uns beim nächsten Mal.